Survive against Necken. Wir sind schwer getroffen und ziemlich matschig, nebenbei bemerkt. Und wahrscheinlich steht er auch gleich wieder auf. Okay. Sind wir tot? Sind wir in einer Zwischenwelt? Wir waren hier relativ am Anfang, glaube ich. Aber es ist alles so entsättigt irgendwie. Und offenbar werden wir auch verrückt. Wir hören jetzt Stimmen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich noch gesagt habe, was für schöne gelbe Blumen. Ach, das war bevor wir unsere Schwester getroffen haben, oder? Ja, genau. Da sind wir wieder an einem Turm. Die Frage ist nur, was soll das jetzt? Sind wir jetzt vielleicht wirklich tot? Das ist auch so grisselig. Das ist nicht mehr so schön scharf von der Grafik her. Okay, das Licht haben wir auch noch. Also können wir auch noch nutzen. Schwesterchen. As the bramble crawled closer and closer, I felt as if a darkness took hold of his heart and filled it with fear. Da irgendwie drüber springen oder so. There was a light. Tuva was a light in the darkness. She had filled his heart with courage and the stone with her radiance. The bramble covers all where darkness has taken hold, Tuva said.
follow the light. You will find what you are searching for within the mountain. Okay, ich würde sagen, wir machen uns erstmal Licht. Es wird schon wieder dunkel. Die Tage scheinen unheimlich schnell zu vergehen. Obwohl eigentlich, naja, gut, wir waren zwischendurch im Dunkeln, aber der Tag ist noch nicht rum gewesen, ne? Alter. Sieht der mich? Okay, ich muss davor stehen, okay? Okay. Das haben sie zumindest so ein bisschen tutorialmäßig jetzt mal gezeigt. Das ist schon mal gut. Und dann ist auch verständlich, woher dann diese neue Macht ist. Kommt. Hier ist kommt. Können wir da auch noch rum oder können wir nur hier rechts rum? Das ist, weil links ist natürlich jetzt keine Blüte. Hallo? Bring doch einfach da hoch. Nicht? Moment, da ist aber eine Blüte, oder? Ah, okay. Verstehe, verstehe. Okay. Dann können wir jetzt hier rum. Und da nochmal angreifen, nehme ich an. So kann das bis zum Ende weitergehen. Da habe ich nichts gegen. Sind hier keine Blüten mehr, oder was? Hm? Okay, das war anscheinend nicht so eine gute Idee. Ja, wie soll ich denn dann da durch? Ich kann doch nur angreifen, wenn da tatsächlich Blüten sind, oder nicht? Ach, da. Du kleine Mistblüte. Einfach so, hinter meinem Rücken. Okay. Der sieht mich jetzt hier, oder? Ins Verderben. Yay. da können wir rum. Da müssen wir auch rum, so wie es aussieht. Okay. Da sind überall Ranken. Die haben den wahrscheinlich auch eingeschlossen, oder? Alter, ist das dein Ernst? Ernst hier, oder? Du Scheiße. Ui. Oh, komm. Nur weil der nicht reagiert, oder was? Oh, ey. Ja, ich warte jetzt noch den nächsten Impuls mal kurz ab. Oh Gott. Oh, lauf, 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 lauf. Jetzt weiß ich aber nicht, wohin. Was muss ich denn da... Dahin. Okay.
hinten siehst du mich nicht, hier hinten siehst du mich nicht. Ich sehe aber leider auch nichts. okay. Ich höre aber leider was. Das hört sich nicht gut an. Doch, da ist was zum drüberlaufen. Ich denke mal, ich muss da hoch. Frage ist, kann ich jetzt hier links noch irgendwas machen? Nee, sieht nicht so aus. Hätte ja sein können, dass da wieder irgendwas zum Sammeln ist oder so. The land was once a peaceful kingdom with a great king. Now, his image embodied the darkness that had drowned the world in bramble. Also ich kann ja kein E drücken. Ich dachte, vielleicht kann ich deine Figur einsammeln oder so, aber kann ich da hoch? Muss ich da hoch? Muss ich da auf die andere Seite? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Doch, aber anscheinend muss ich da runter. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, wenn sie denn... Wenn er denn hier auch rüberspringt. Ich glaube, das ist egal, ob ich Licht an habe oder nicht. Ernst? Lauf, Junge, lauf. Oh, da hinten ist mein Freund, da hinten ist mein Freund. Fang mich auf. Oh. Laemus would always look after his only friend. Vielen Dank, Großer. Da ist nichts. Ich hoffe, das ist nur mein Freund. Olle felt a chill as he saw the warnings for desperate mothers carrying their infants. They pleaded with them not to carry out the unspeakable acts they had set their minds to. Okay. War hier noch was? Jetzt gerade so. Kann man hier eigentlich noch rein? Ah. Da ist vom Troll die Rede. Da können wir nicht weiter, okay. Okay. Dann springen mal. Na komm, du kriegst das noch davor. Du kriegst das noch davor. Genau. Okay, soll ich mich jetzt einfach da reinwerfen? Oder kann ich irgendwo vorher... Hier kann ich ja nicht hoch, ne? Oh Gott, Kamikaze! Das ist Wasser. Hä? Okay, durch Wasser sterbe ich neuerdings. Gut zu wissen. Wie soll ich dann da hoch? Hier kann ich doch... Nein! Noch, jetzt spring doch nicht da. Hier kann ich doch nirgendwo hoch, oder? Hm. Ja, jetzt stehe ich ein bisschen doof da. Wie soll ich denn da... Ach so. Och, das habe ich gar nicht gesehen. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Och.
Okay. Der mit den Holzpantoffeln muss nach links springen. Da geht's noch höher. Da darf ich dann trotzdem nicht in den Brunnen reinfallen oder springen. Ja, du schaffst das, komm. Und los. Sehr schön. Kann ich da jetzt einfach runterspringen oder darf ich das nicht? Das ist jetzt die große Frage. Wenn dann hier vielleicht. Oh, das war auf jeden Fall sehr eng. Aber es ging. Diese Top-Down-Ansicht, ne? Ich finde die so schrecklich. Die sieht auch nicht nett aus. Ich gehe dann schon mal. Lauf, Junge, lauf. Das ist ganz wichtig. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Geh raus, da war noch was. Hier kann man doch bestimmt noch irgendwo. Kann man hier nicht irgendwas entdecken? Hm. Ich dachte, da könnte ich jetzt noch was entdecken, dass ich da noch so ein Ding holen kann. Aber anscheinend nicht. A und D ziehen. Abwechselnd, okay. Lass mich hier raus, lass mich hier durch. Oh mein Gott, irgendwas passiert jetzt hier. Ich finde das nicht gut. Mich verlässt gleich der Mut. Hallöchen. Okay. Ich glaube, das ist ein Muster. Das nicht so. Okay, die wollen nicht, dass ich da. Nein! Ist der dumm? Läuft der nicht einfach den Steg entlang? Ist der dumm oder was? Springt der hier ins Wasser? Lass mich hier durch. Weg da. Ich glaube, so richtig in Sicherheit bin ich erst, wenn dieses blöde Spiel vorbei ist. Ah. Jetzt läuft aber irgendwie komisch. Okay. Können wir hier rechts auch noch rum? Ich denke mal, wir müssen Richtung Haus, aber es kann ja sein. Also, wenn da nicht gerade ein Toter irgendwie drunter versteckt ist, dann glaube ich, war da jetzt nichts. Hätte ja sein können, dass wir da noch E drücken können und wieder eine Statue finden. Da geier ich ja die ganze Zeit drauf. Wahrscheinlich habe ich jetzt am Ende genau die eine Statue oder nicht oder so. Oh Gott. Kann ich da hoch? Ich bin mir nicht sicher. Achso, ich kann nur gucken. Ah, okay. Ich dachte, da tut sich jetzt was. Na gut. Das heißt, ich muss dann da hoch. Was ist denn das eigentlich für ein Zeug, was hier die ganze Zeit rumfliegt? Hilfe. Das hört sich nicht gut an. Das hört sich gar nicht gut an. Ich
Kann ich da irgendwie runterklettern, statt runterzuspringen? Ich würde lieber klettern, hallo? Okay. Also da ist nichts. Weiß ja nicht, ob jetzt hier gleich irgendwas runtergeschossen kommt oder so, deswegen... Okay, was haben wir hier? Es wäre schön, wenn ich das benutzen könnte, aber anscheinend kann ich das nicht. Okay, dann nicht. Gucken wir erstmal, ob wir noch was anderes machen müssen vorher. Ich würde aber sagen, da komme ich dann wieder raus, oder? Warum kann ich denn hiermit nichts machen? Irgendwas höre ich hier doch, ganz ehrlich jetzt. Aber ich kann hier, wie gesagt, nichts machen. Ach so, Moment, doch. Es wird nicht angezeigt. Ah, aber ich kann es benutzen. Weiter geht's nicht. Was bringt mir das jetzt? Gar nichts. Oder kann ich das irgendwie als Aufzug verwenden? Das kann natürlich auch sein. Ist da irgendwas drauf oder nicht? Dadurch würde ich dann links hoch. Ah, da ist noch eine Blume. Aha. Okay. Jetzt habe ich verstanden. Jetzt habe ich verstanden. Das heißt, da können wir dann jetzt auch raus. In der Hoffnung, dass... Nein, nein, nein. Oh, wo ist der eigentlich? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.